Willkommen zu 21, die Farbgebung der 80er, die Autos der Moderne. Wir beginnen heute beim Sui mit einem modernen Fall des Nicht-Mitdenkens. Scheinbar sind Radfahrer auch ihresgleichen nicht gut gesinnt, aber seht selbst. Ihr könnt es nicht sehen wegen Verpixelung, aber so ziemlich jeder schüttelt hier den Kopf. Die Radfahrer, die Autos vor uns, alle. Wir sind hier auf einer Straße, ich vermute innerorts, und auf beiden Seiten ist so ein Radschutzstreifen. Und ja, jetzt beschwert sich der Radfahrer hier auch noch. Für was? Was für ein Recht hat er sich hier gerade zu beschweren? Ich meine, wo soll Michel denn jetzt hin? Hier in den Gegenverkehr, an die Mitte fahren, dass der Gegenverkehr hier möglicherweise abbremsen muss? Ich meine, so ist es für den Entgegenkommenden halt nicht unbedingt angenehm, weil das Auto fährt recht nah auf ihn zu und recht nah dran vorbei. Aber dadurch lernt man ja auch, dass man dort nicht fahren sollte, weil es ist auf der anderen Seite angenehmer. Aber dazu fährt er auch noch komplett freihändig hier rein, also ich weiß echt nicht mehr. Falsche Fahrtrichtung scheint aber irgendwie beliebt zu sein. Und ich kann es ja verstehen, dass man mit dem Bus jetzt vielleicht nicht diesen Schlenker in diese Baustelle fahren will, aber das ist ja schon wirklich extremes Kurvenstein. Der Bus ist ja wirklich komplett auf der Gegenspur. Aber wo auch immer Bubbel fährt, da scheinen Busfahrer irgendwie Sonderregelungen zu haben. Es wird rot. Aber rot ist ja bekanntlich immer so eine Sache. Achtet rechts auf die Fußgängerampel, die ist jetzt schon grün. Radfahrer sind aber scheinbar auch farbenblind. Irgendwie gibt es eine Sache, die ich wirklich hasse, und das ist, wenn die Leute das Gaspedal auf einer Autobahnauffahrt nicht finden. Ich verstehe nicht, wieso das so schwer ist, vernünftig auf einer Autobahn aufzufahren, ne? Hier ist 100, dann kann man auch ruhig auf 100 beschleunigen. Wir sind hier auf dem Seitenstreifen unterwegs und ja, gleich kommt das Schild, der Seitenstreifen ist freigegeben, ihn benutzt mal wieder nur keiner. Wenn auch ihr was einsenden wollt, schaut mal in die Videobeschreibung, da steht eine Mailadresse drin, zusätzlich steht auch ein Discord-Link drin, da könnt ihr dann zum Beispiel über Thumbnails abstimmen oder euch in die Videoproduktion ein bisschen einmischen. Ich frage da immer so ein paar Sachen, wie hättet ihr reagiert, bla bla bla, weil ich einfach mal wissen will, was so andere Meinungen sind. Das heißt, wenn ihr Bock habt, könnt ihr da auch gerne joinen. So, lässt der Gute uns jetzt auch mal vorbei, bitte. Mal wieder eine Rechts-vor-Links-Kreuzung und wir wissen ja alle, was jetzt passiert. Das hier ist mal keine Rechts-vor-Links-Kreuzung, wir verlassen einen Parkplatz. Der Clip ist hier vorbei und er hat das Ding Tesla-Hass genannt. Nein, ich glaube eher, das war einfach nur die normale Ignoranz, die man halt in den Tag legt heutzutage. Ich meine, klar, wäre ein bisschen Mitdenken hier wieder schön gewesen, aber das ist halt heutzutage zu viel erwartet und das ist halt nicht mal so eine krass dramatische Situation, würde ich jetzt sagen. Was ich hingegen schlimmer finde, ist, dass einige eine abknickende Vorfahrt echt nicht verstehen. So, hier ist hier in der Wohnsiedlung unterwegs und der BMW vor uns hält jetzt gerade an. Der versteht auch gar nicht, dass er irgendwas falsch gemacht hat. Wir springen mal auf eine Landstraße und vor uns kommt ein Berg. Währenddessen ist hinter uns ein Audi. Dem geht das Ganze wohl gar nicht schnell genug. Die einen überholen ohne Angst vom LKW, die anderen biegen ab, als wären sie ein LKW.
Michael hat aber auch echt immer Glück. Eine letzte Folge stand hier schon mal einer mitten auf der Straße. Und diesmal parken sie im Grunde fast die Straße zu. Obwohl ich nicht weiß, ob das hier verboten ist. Rechtlich müssen 3 Meter und 5 Zentimeter zwischen den beiden Autos sein, damit man da parken darf. Das könnte hier noch gegeben sein. Also ich bin mir unsicher, ne? Wenn wir uns jetzt hier mal anschauen, das Y ist grob 2,12 Meter breit, das könnten 3,05 Meter sein. Bei diesem Parken ist wohl nicht das Dürfen, sondern eher das Können das Problem. Das Video heißt, hat da wer gesoffen, geht um den Schwarzen vor uns. Ich glaube eher, es ist das Handy. Fürs Saufen ist es noch zu gut. Wofür bauen wir Ampeln? 30 Meter weiter ist eine Ampel. Für was bauen wir die? Hier das gleiche. Hier vorne wäre eine Ampel. Es passiert leider weit weg. Wir müssen zoomen. Zusätzlich dreht sich auch noch die Kamera dabei. Das heißt, ich habe probiert, das möglichst still zu halten. In der Fußgängerzone fast Unfall zu bauen, muss man aber auch erstmal schaffen. Das ist so ein Clip, wo ich nicht weiß, was ich damit anfangen soll. Also ich bin ja wirklich dankbar, wenn mir Leute was einschicken. Ne? Vielen Dank an jeden, der mir was einschickt, weil dann können wir uns hier alle zusammen daran ergötzen. Der Clip heißt Radfahrer auf Landstraße. Und ja, hier ist halt ein Radfahrer auf der Landstraße, aber was soll ich damit? Also ich muss, ich meine, er muss da fahren, hier ist kein Radweg und ich verstehe nicht, was hier schiefläuft. Deswegen, vielleicht weiß es ja einer von euch. Normalerweise lasse ich die halt raus, wenn ich nicht sehe, wo darin das Problem ist, aber vielleicht sieht es ja hier einer von euch. Damit ist die Folge auch wieder zu Ende. Rechts packe ich wie immer die alte rein, das heißt, ihr könnt das Ding ja nochmal schauen, nur mit anderen Clips und anderem Sprechen halt. Und links packe ich einen Abo-Button rein, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, drückt ihr bitte links. Und danach drückt ihr natürlich auch rechts, weil ihr wollt ja weiterschauen. Ich habe jetzt noch 8 Sekunden. Diamant Fun Fact. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Frauen eine höhere emotionale Bindung zu einem Computer haben als Männer.